so machen. Ich rufe mir jetzt mal. Ich weiß nie, wann das war. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Wo fährt denn der lang? Achso, der fährt hier hinten lang. Dann holen wir uns nämlich zwei Minen. Sieh, du weißt, was du brauchen kannst? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Falls hier mal irgendwas abgeht. So, haben wir drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn hier mit Verbesserung? Pistolenverbesserung? Achso, kann ich bloß die Knöpfe. Felix, abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Ne, 4 Minen habe ich. Okay. Das heißt, ich könnte ja hier eine hinlegen. Dann später hier vorne noch eine. Also hier so. Also auf den Dingern dort. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Sag ich doch. Hat er gesagt und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist nur nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Na super. Der geht auf den Kran und ich doch aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Oh.
Oh. Der Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Iren haben. Kapiert? Ich reiß ihm so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Ich gehe in Deckung. Scheiße, bist du ein. Schluck doch mal fertig. Das ist eine Mine, nee. Die Iren kontrollieren jetzt Point Verdau. Bewegt euch hinter ihm! Hättest dich nicht mit den Iren anlegen sollen! So viel Blut! Seht euch alles Blut an! Durchgevögelt und ich... Keine Mumpeln. Jetzt kümmere ich mich um deinen verdammten Schädel. Das ging eigentlich. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen.
ein Team aus einem Iren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kratzt ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mit dem Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Tja. Schöne neue Welt. Ja, schöne neue Welt. Mit Donovan reden. Ah, ich muss Borg treffen. Das ist der Medizinschrank. Das ist eine scheißegal. Hier liegt noch schön viel Geld rum. Fahren wir mal zu dem Kunden hin. Ja, das mit dem Minen war nicht schlecht. Das ist ja auch komisch, hier steht der Wagen und die sind trotzdem reingefahren. Naja, egal. I not leave thee, thy lone one, to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep though. With them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Oh, hier, schwarzgebrannter. Was dich angeht. Du bist aufgetaucht. Wie Lazarus, persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben.
Ich war mir verdammt sicher, es wäre letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Tja, darum schert die sich doch an Dreck. Ja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten. Die haben den gefoltert. Ja. Die vom Leben gefickt.